Moin. So, die Lütte macht hier die Aufnahme. Sie hält hier die Kamera fest. Na, hier passt noch irgendwas nicht. Ich weiß nicht, was ihr euch zeigen wollte. Wir sind jetzt hier Miami Rental Car Gebäude. Nachher wollen wir noch zu Budget uns unser Auto abholen. Aber es ist gerade erst 8.30 Uhr und wir haben das eigentlich erst ab 12. Wir wussten zwar, dass wir eher ankommen. Ich glaube, unser ursprünglicher Flug wäre irgendwas mit 8, 9 Uhr gewesen, dass wir dann halt landen. Dann hatte sich ja unser Flug jetzt noch nach vorne geschoben. Gut für uns eigentlich für den Abflug. Blöd jetzt natürlich für eher ankommen. Allerdings hat das den Hintergrund, dass wir uns halt damit quasi einen Tag Mietwagen halt sparen, wo wir den nur für circa 5 Stunden genutzt hätten. Und das haben wir als ansehnlich gesehen und deswegen das auch nur so gemacht. Wir versuchen gleich einfach unseren Babybonus. Ich nehme mal gleich die Lütte mit auf den Arm und wir gehen dann schon mal an den Schalter und fragen danach, ob man den sonst auch schon eher haben kann, wenn der irgendwie schon vorreserviert ist oder da halt steht, weil wir ja auch nicht nur irgendeinen Mietwagen haben, sondern immer Mietwagen ja auch mit Kindersitzen. Das heißt, die blocken dann meistens ja so ein Auto dann auch rechtzeitig. Und genau, der Große schläft hier gerade noch im Buggy. Ansonsten haben sie die Flüge beide eigentlich gut gemeistert. Die Lütte war ein bisschen mehr wach und quengelig mal. Aber auch wir konnten ein bisschen die Augen zumachen. Wow. Okay. Wie gesagt, nicht so wirklich. Genau, es war ein 5-Stunden Flug. War jetzt nicht super lange. Das heißt, die Lütte wird auch noch... Die strahlt mich jetzt hier an. Ich kann euch das nicht zeigen, tut mir leid. Die wird wahrscheinlich noch bei der Fahrt nachher nochmal schlafen. Der Große vielleicht auch, wobei der jetzt gleich erstmal nochmal wach wird und je nachdem, wann wir dann halt losfahren, auch anderes Entertainment noch geboten bekommt, wo man ja hier auch gut durch die Gegend laufen kann. Wir haben uns hier noch Frühstück geholt. Ein paar Bagels. Die gab es erst nicht mit Cream Cheese, dann habe ich aber der Verkäuferin auf ihren Lieferwagen gezeigt, dass sie da ja Cream Cheese hat und sie mir doch die dann bitte geben soll. Fand sie wohl nicht so gut. Habe ich dann aber grummelig bekommen. Ansonsten haben wir jetzt Kaffee und Frühstück. Wir sind gut angekommen. Wir haben unser Gepäck. Wir sind gesundheitlich eigentlich soweit fit. Es gibt immer noch mal noch eine laufende Nase. Genau. Wir müssen nachher nur noch mal einmal rüberfahren auf die andere Küstenseite zu unserer Freundin Vicky, die uns dort mit ihrem Mann quasi erwartet in ihrem neuen Haus, wo wir auch noch nie waren. Die ist umgezogen seit dem letzten Mal, dass wir da waren. Und hat ja jetzt auch einen Zweitwohnsitz in Colorado. Und ist auch eigentlich jetzt hauptsächlich dort. Und im Winter dann halt hier, also wenn hier warm ist. Also da zu kalt. Genau. Und von daher, jetzt warten wir hier einfach mal ab, genau. Frühstücken noch. Halten uns hier ein bisschen auf und dann machen wir den ersten Versuch mal bei der Mietwagengesellschaft. Ansonsten haben wir ja auch genügend Erfahrung mit Aufenthalten in Wartesälen und bisher auch gut gemeistert, weil es dann hier auch nochmal die Möglichkeit gibt, vielleicht vor der, ich glaube, 2,5 bis 3 Stunden Fahrt sich für die Kinder nochmal ein bisschen zu bewegen. Okay, tschüss! Moin! So, das Warten hat sich gelohnt. Wir haben unseren Mietwagen. Wir konnten den etwas eher abholen. Ein kleines Upgrade von zu Hause quasi. Wir haben hier einen Ford Explorer. Freue ich mich ja schon drauf, auf diese Fahrerlebnisse in den nächsten, glaube ich, 3,5, 4 Wochen. Kennzeichen ist zwar Colorado, nicht Florida, aber das stört ja nicht. Genau, XLT, Ford Explorer XLT, massig viel Platz, ist eigentlich ein 7-Sitzer, also Paddy Nancy, schade, dass ihr nicht hier seid, ihr hättet noch Platz gehabt. Und wir starten jetzt, wir haben noch circa 3 Stunden Fahrt auch vor uns, einmal rüber auf die andere Seite. Ich gucke gerade noch mal drum herum, ob da noch irgendwelche Schäden erkennbar sind, dann gucke ich gleich wegen vollgetankt und sonstigen Sachen. Kindersitz haben wir eingebaut, die Kinder sitzen jetzt drinnen und ich würde sagen, wir schalten gleich mal das Navi an und starten unsere Tour. We'll be right back.
Moin. So, nach unserer Ankunft am Sonntag hier in Florida haben wir am Sonntag auch gar nichts mehr groß gemacht. Haben wir uns dann nachmittags, ich weiß nicht, ich glaube um 3 oder irgendwas um den Dreh sind wir angekommen, noch mit Vicky und ihrem Mann Michael unterhalten. Bevor Vivi. Let's go. Und haben dann halt quasi an dem Abend auch gar nichts mehr groß gemacht. Der Abend hatte sich dann noch ein bisschen gezogen. Die Kinder sind erst später ins Bett. Vicky hatte noch für alle was zu essen zubereitet. Dann haben wir uns echt super unterhalten. Den Montag haben wir dann entsprechend auch nur dort verbracht bei denen zu Hause. Vicky und Maike haben uns noch ein paar Sachen erklärt zum Haus, was wir da wissen müssen. Das Haus kannten wir ja auch noch nicht. Und genau, und haben uns da einfach noch ein bisschen umgeschaut. Die Kinder konnten mit den Spielsachen spielen und den Tag einfach ruhig angehen lassen. Wir sind insgesamt 4 Wochen jetzt hier in Florida. Das heißt, wir haben auch keine Hektik. Dann am Dienstag war eigentlich ein Abflugstag von Vicky und Maike. Die fliegen zu ihrem Haus nach Colorado. Das heißt, wir sind dann quasi mit der anderen Mitbewohnerin, die da bei Vicky noch mitwohnt in dem Haus, die Pat, die hat da ein Zimmer und benutzt auch sonst nicht viel, haben wir quasi das Haus dann sonst für uns. Ich hatte Michael morgens noch kurz zu einem Laden gefahren, er musste dann noch was einkaufen. Und anschließend habe ich die beiden dann zum Flughafen gefahren, weil die ja ohne Auto hier sind. Und leider hat sich herausgestellt, dass sich deren Flug verspätet hat, deswegen mussten sie eh erst später zum Flughafen. Und dann wurde der Flug komplett gecancelt. Sie saßen quasi am Flughafen, hier direkt schon in Florida fest. Und anschließend konnten sie immerhin dann ein Hotel über den Fluganbieter ergattern und dann in einem Hotel übernachten in der Nähe vom Flughafen. Ich hätte natürlich angeboten, sie auch wieder abzuholen. Das ist hier nur eine halbe Stunde Fahrt entfernt gewesen. Allerdings wollten sie eigentlich so schnell wie möglich halt nach Colorado zurück und hatten halt auf einen früheren Flug gehofft. Das hat nun mal nicht geklappt. Jetzt sind sie gerade erst heute, ist hier Mittwoch, 12.30 Uhr quasi abgeflogen. Wir hoffen einfach, dass der Flug jetzt klappt und es dann keine weiteren Probleme mehr gibt. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir fahren einfach mal hier zu einer Mall und ein paar Shops angucken. Genauso wie halt Spielplätze, die es hier in der Nähe gibt, weil das Wetter auch heute doch sehr unberechenbar ist. Ihr habt es ja schon auf dem Hinweg gesehen mit den etwas mehr heftigeren Regenschauern auch zwischendurch. Schauen wir dann einfach mal, was uns jetzt hier so erwartet beim Langschlendern. Von daher, so viel erstmal als Update von uns und dann bis später. Aber guck mal, das hat die mal weiter zum Wasser bringt, die Schildkröte. Moin, mal wieder ein Update von uns. Hier auch in Florida ist unsere Aktivitätenliste etwas geringer. Wir haben ja uns zuletzt gemeldet, wo wir Mittwoch bei der Mall waren, beim University Town Center. Und seither ist dann auch nicht mehr viel passiert. Am Donnerstag, also heute ist Samstag, am Donnerstag haben wir noch mal ein bisschen Zeit einfach beim Haus von Vicky verbracht.
Wir haben da ja auch einen Pool, wir haben da viel Platz, es gibt Spielzeug. Das heißt, für uns ist es jetzt auch nicht unbedingt immer notwendig, auswärts zu sein. Am Freitag habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit genutzt, einen Urgent Care, also hier nochmal einen Arzt aufzusuchen. Da meine Mittelohrentzündung leider noch nicht viel besser geworden ist, beziehungsweise dann halt auch teilweise etwas schlechter. Und dort wurde ich aber hier super behandelt und auch schnell, kam auch schnell dran im Vergleich zu dem anderen in Seattle. Hab dort mal was verschrieben bekommen, das konnte ich leider erst heute abholen, am Samstag, weil die das gestern nicht mehr verfügbar hatten. Das sind jetzt nochmal Ohrentropfen und mal gucken, ob die jetzt einfach besser werden, besser wirken und ich dann halt auch mal wieder vernünftig was hören kann. Ansonsten haben wir ja auch unseren Launch vom Trailer gehabt von USA Westküste. Da sind wir jetzt nicht mehr und die V-Logs kommen jetzt alle nach und nach online. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt. Ansonsten schaut da auf jeden Fall noch mal rein. Und für die nächsten Tage haben wir uns jetzt hier schon ein paar Sachen rausgesucht. Wir wollen hier noch mal zu einem Estate Park, den wir auch schon mal besucht hatten, aber vielleicht mal von der anderen Seite reinfahren. Kostet irgendwie $6 mit dem Auto dort reinzufahren. Wir wollen eigentlich noch mal nach Orlando fahren. Wir wollen dort auch noch mal den Universal Studio Walk quasi besuchen. Der ist kostenfrei. Das ist vorne an so ein paar Shops. Muss man dann nur fürs Parkticket zahlen und dann halt für das, was man ausgibt. Wir hatten auch noch mal gedacht, dass wir eigentlich halt eher ein paar Strände besuchen. Wir haben auch noch geplant, eigentlich noch mal in die Everglades zu fahren und dort nicht mit einem Airboot zu fahren. Das ist zwar wohl auch laut dem Ticketinfos für Babys von null an machbar, aber das ist ja auch sehr laut und wir wollen jetzt mal Lia nicht unbedingt so einen Kopfhörer auf den Kopf setzen, weil sie wahrscheinlich auch die Fahrerei nicht so toll finden wird. Es gibt dafür allerdings auch Swamp Buggy Tours, also quasi riesen Buggy, kann man sich vorstellen wie so ein Monster Truck, kann man da auch durch die Gegend fahren, ein paar Sachen angucken, das ist dann sogar etwas kostengünstiger. Vielleicht nicht so ganz spektakulär, aber ich denke mal für den Großen wird auch was richtig Cooles, wenn wir da auf so einem riesigen Auto sitzen. Genau, das heißt, so ein paar Sachen haben wir uns herausgesucht. Es gibt noch mal eine Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich auch noch mal nach Bradenton fahren und uns vielleicht noch mal Manatees angucken oder vielleicht woanders. Und ja, ansonsten haben wir ja auch einfach die Möglichkeit, wie gesagt, bei unserem oder bei dem Zuhause von unserer Freundin auch zu entspannen. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Ihr habt es ja auch zwischendurch gesehen. Wir haben auch mal komplett schwarzen Himmel und richtig starkes Gewitter. Heute ist es jetzt nur leicht bewölkt und sonst blauer Himmel. Wir wollen jetzt eigentlich, waren eigentlich auf dem Weg zum Einkaufen, als der Große meinte, dass wir nach dem Einkaufen noch bitte noch mal zum Spielplatz fahren oder anhalten. Das macht natürlich nach dem Einkaufen nicht so viel Sinn, wenn man gekühlte Sachen dabei hat. Deswegen haben wir jetzt hier noch mal kurz angehalten. Auf diesem Spielplatz hier ist nicht so viel los. Und von daher sind wir jetzt hier erst auf dem Spielplatz, fahren dann einkaufen und fahren dann wieder zurück zum Haus. Genau, das heißt, das ist unser Update. Unsere erste Woche ist somit morgen auch schon rum hier in Florida. Das ging jetzt doch relativ zackig, würde ich mal sagen. Dennoch haben wir 3 Wochen noch vor uns. Wir sind ja insgesamt tatsächlich ganze 4 Wochen hier. Mama! Ich werde hier angestarrt von der Kleinen. Ich frage dich, wo alle hin sind. Ich sitze alleine da unten. Genau, und... Oh, der Große kümmert sich um sie. Er kann auch mal nett sein. Küsschen gibt es auch und Umarmung. Muss man ja hier auch erwähnen, ne? Und genau, von daher haben wir noch 3 Wochen vor uns. Wir haben noch nichts weiter fest gebucht, sondern wir schauen auch ein bisschen, wie das natürlich dann vom Wetter ist. Und Hurricane-Zeit sind wir jetzt zum Glück nicht und hoffen dann auch, dass sich hier kein weiterer großer Sturm dazu entwickelt. Update von uns. Ich glaube, ich habe erstmal nichts vergessen. Ansonsten melden wir uns einfach nochmal. Bis dann.
So, ich bin hier gerade mal alleine auf dem Weg. Und nach unserem letzten Ausflug zum Rotary Park, wo wir auch kurz mit der Drohne geflogen sind, da gab es auch so einen Aussichtsturm, haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Ich glaube, das war an einem Sonntag. Gestern am Memorial Day sind wir zu einem anderen Park gefahren. Bin mir gerade mit dem Namen nicht mehr so ganz sicher. Und das wäre, glaube ich, auch richtig cool gewesen. Da gab es richtig viel zum Spielen. Also am Spielplatz gab es da auch bei dem Park. Und da gab es einen Kaffee nebenan, auch wenn die zwar nicht volles Programm natürlich angeboten haben. Aber es gab halt einen coolen Spielplatz mit Wasserfontänen, mit Großklettern, mit anderen großen Sachen. Das Blöde war, dass halt irgendwie dieses Sonnenverdeck dort nicht mehr vorhanden war. Und dementsprechend war das halt einfach super heiß dort auf dem Spielplatz und überhaupt nicht spaßig zum Spielen. Die Lütte konnte auch gar nicht da groß auf dem Boden krabbeln. Man fand das immer sehr unangenehm. Von daher haben wir uns da gar nicht lange aufgehalten. Wir haben uns auf dem Rückweg dann noch ein Eis geholt oder waren halt noch mal kurz einkaufen, bevor wir dann wieder zur Unterkunft gefahren sind und einfach einen entspannten weiteren Tag hatten. Genau, und ich bringe jetzt gerade hier ein Paket zur Post, muss ja noch mal was abgeben. Und daher fahre ich eben alleine. Ich sehe da im Hintergrund irgendwo Blaulicht. Genau, ich fahre da kurz alleine hin und aus einem anderen Grund. Wir hatten ja überlegt, wie wir das mal machen, dass der Große vielleicht von seinem Nuki wegkommt. Tagsüber braucht er den ja gar nicht, aber irgendwann ist ja auch mal Zeit, dass er den abends irgendwie abgeben muss. Unser Kinderarzt hat ja schon gesagt, das müsste eigentlich schon viel eher sein oder wäre viel eher besser. Ist natürlich jetzt kein Riesendrama oder sonst was, wenn man den halt jetzt einfach noch abends nochmal hat. Zum Einschlafen braucht er den auf jeden Fall und jetzt haben wir uns gestern Abend quasi davon verabschiedet und in der Geschichte dann erzählt, dass die Nuki-Fee den Nuki abholen kommt und es dafür dann halt aber auch eine Überraschung gibt. Jetzt durfte er sich was wünschen und ich bin mal auf der Suche, ob ich das jetzt auch organisiert bekomme, gleichzeitig mit meinem Ausflug hier. Und ansonsten hat er eigentlich die Nacht echt gut verbracht, ohne jetzt, dass er das da groß vermisst hat. Es gab natürlich noch kurz ein paar Tränchen gestern Abend, aber sonst nichts weiter. Ließ sich dann auch relativ gut beruhigen. Wir hatten gestern Abend noch Filmabend, da haben wir noch ein bisschen Film mit Popcorn, also Film geguckt und Popcorn gegessen. War dann also auch abends ein bisschen später, das heißt, er war eh dann schon sehr müde und dann war nachher auch Schicht im Schacht. Und Vivi und ich hatten halt überlegt, wann wir das am besten machen. Und wenn wir halt immer so oft Unterkünfte wechseln, empfanden wir das halt nicht so praktikabel. Und daher haben wir jetzt gesagt, wenn, dann würden wir das jetzt hier in Florida nochmal probieren, wo wir halt fest bei unserer Freundin Vicky halt wohnen und die Möglichkeit hätten, da mehr darauf einzugehen auch oder abends halt da zu sein, wenn das jetzt halt irgendwie unschön ist für ihn. Und genau. Erste Nacht, wie gesagt, hat jetzt eigentlich relativ gut geklappt. Wir sind mal gespannt, wie das heute Abend wird. Er schläft ja bei mir mit im Bett, im Schlafzimmer und ich bringe ihn ja abends ins Bett. Von daher mal gucken. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Wie gesagt, die erste ganze Woche haben wir jetzt nicht wirklich große Ausflüge gemacht. Das Größte war da hoch nach Sarasota in die Richtung, in die eine Mall at University Town Center. Aber ansonsten noch nicht so viel. Das liegt aber auch daran, dass ich immer noch gesundheitlich etwas angeschlagen bin. Die Mittelohrentzündung wird besser. Allerdings kämpfe ich quasi, oder wir auch eigentlich alle. Es hat immer mal irgendwie jetzt eine, doch wieder eine laufende Nase und Husten. Und irgendwie ist das so gefühlt ein nicht endender Kreislauf gerade. Und jetzt hat es mich gerade wieder erwischt mit ein bisschen, allgemeinem Schlappgefühl und keine Ahnung, laufende Nase zwischendurch, Kopfschmerzen, dass wir halt lieber noch keine großen Ausflüge machen wollen, wir aber auch zuversichtlich sind, dass das bald besser ist, dass wir da rauskommen aus diesem Kreis. Und dann haben wir noch einen Ausflug ja geplant nach Orlando, wir wollen nochmal nach Orlando rein, nicht in die Universal Studios, aber quasi in diesen City Walk vorne an, den es gibt, der kostenfrei ist, nur Parkticket zahlen. Das ist natürlich eine etwas längere Fahrt, da fahren wir dann einmal vormittags hin, dann halten wir uns da den Tag über auf und fahren abends zurück. Und wir wollen auch nochmal in den Mirka River State Park.
Wir wollen uns dann halt auch noch andere Städte angucken. Vielleicht gucken wir uns auch noch mal Sachen raus, wo es samstags einen Farmer Market gibt, wo wir da halt noch mal vorbeischauen können. Das hat ja bisher auch immer allen sehr gut gefallen. Hier ist jetzt übrigens die Ampel rot. Aber ich fahre einfach trotzdem, weil man ja in Amerika bei einer roten Ampel, sofern man Rechtsabbieger ist, einfach rechts abbiegen darf und die Spur das halt zulässt. Und von daher finde ich das Fahren hier tatsächlich in Amerika manchmal etwas angenehmer. Man hält sich an einigen Ampeln und Kreuzungen etwas weniger auf. Hier ist auch rechts und links überholen okay, sofern man natürlich immer ordentlich fährt und aufpasst. Und auf jeden Fall mal alles sehr, sehr viel mehr spurig, auch für eine kleinere Stadt oder so. Genau, so viel dazu. Ich bin jetzt auf dem Weg, das Paket wegbringen. Dann nochmal nach einer Überraschung für den Großen gucken. Er hatte sich ja was gewünscht. Mal schauen, ob, wie gesagt, ob es das gibt. Und danach geht es wieder zurück zur Unterkunft. Auch noch ein bisschen ausruhen heute. Der Wetterbericht ist eigentlich nicht so gut. Ich meine, es ist aktuell nur leicht bewölkt. Im Vergleich zu Platzregen oder sonst was ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Aber ansonsten war der Wetterbericht eher starke Gewitter und Orkan und keine Ahnung was alles. Das haben wir jetzt heute noch nicht. Mal gucken, wie das die nächsten Tage ist und was das Wetter dann so zulässt. So viel erstmal als Update von uns und wir hören uns.